Guten Morgen, herzliches Grüß Gott am 3. Oktober 2019 aus Weilerstadt. Und das ist ja der Tag der Nation. Jede Nation, jedes Volk hat ja irgendwie einen Feiertag möglicherweise. In Deutschland ist das nicht so ganz einfach. Hängt natürlich auch davon ab, wie der geschichtliche Verlauf war. Da gab es ja auch einen maximalen Irrtum einmal im letzten Jahrhundert. Ich will das hier nicht so groß aus. Zu sein und NSU, nationalsozialistischen Untergrund. Also die Sache ist ja die, jetzt unabhängig wie das aktuell der Fall da dargestellt worden ist mit der Doppelagentin, weil es geht ja immer darum, dass Geheimnisse hier eben nicht richtig veröffentlicht werden. Demokratie ist ja das Gegenteil von Geheimniskrämerei. Demokratie lebt davon, dass das Volk, also wir sind das Volk, hieß es damals, wie Sie wissen, dass wir gut informiert werden und auch Zugang haben zu Informationsquellen. Ob wir die nutzen oder nicht nutzen, ist ja mal eine zweite Frage, aber viel geheimdienstliche Tätigkeit, viele Organisationen, die geheimdienstlich tätig sind in einem Staat, ist ein schlechtes Kennzeichen. Insofern könnte man diesen LFV, dieses Landesamt für Verfassungsschutz, auflösen, nach meiner Meinung. Und hier ging es aber um die DDR-Geschichte in der Endphase dieses Staates 1989. War gut dargestellt, spannend, wie ich finde. Das kann natürlich nur spannend sein, wenn man persönlich eine Betroffenheit in sich trägt aus dem eigenen Lebensweg. Das ist der schwangeren Frau. Also es hätte noch gefehlt, wenn in der dritten Reihe noch einer vom Mossad gestanden wäre. Also ein bisschen Spaß muss sein, wie Sie wissen, bei der Gelegenheit. Und gerade wenn man Mitglied ist in dieser Partei, dann sollte man ja auch diese DDR-Geschichte und so drauf haben. Ich kann damit diskutieren aus eigener Erfahrung. Und glauben Sie nicht, dass das einfach wäre. Also was da alles maximal schief gelaufen ist, also der Staatssozialismus ohne demokratische Legitimierung, ohne dass, sagen wir mal, eine Mehrheit des Volkes dahinter steht, wirklich dahinter steht, der funktioniert natürlich nicht. Und wenn Sie einen gigantischen Überwachungsapparat haben, der einen Haufen Geld kostet und Energie verbraten wird, nützt das nichts auf Dauer. Das sieht man jetzt auch hier, China, Hongkong und so.
droht mir vielleicht auch. Ne? Also insofern noch geht ja die Gesundheit soweit ganz gut, dass ich jetzt noch nicht gehen muss aufs Altersteil und heute Tag der Wiedervereinigung, sagen manche. Wiedervereinigung, das ist ja, da denke ich ja jetzt nicht an die Nation. Bei dem Begriff Wiedervereinigung denke ich da an was anderes. Und schönen Abend noch, auf Wiedersehen.